I choose you to be the one that I'm forgetting about. Have someone else, girl, figure you out, 'cause you on my arm just kills my style. I choose you to be the one I never really text back. Always running late, man, I hate that. And you made me miss another show, but don't feel bad, 'cause I choose you to be the one to stop spending all my cash, the one to stop wasting all my gas. Get around yourself, girl, take the cab. I choose you. And I choose you, baby. Yeah. You've been staying out with other guys, yeah. I think I don't love you and I'm right. You think that you're royal, that's a lie. And you better believe it, yeah. All these lyrics go read that, yeah. You're never gonna get me back. So I choose you. Seems like every girl has been diagnosed, and y'all like to use it as an excuse. Yeah, they drank it up. I'm standing right here for ya, but you claim I'm never there for ya. So you go to another guy you claim is your best friend. You've been nothing more than that since the day you met them. Why? Oh, why you laying on his chest? You said that you and him were just friends. Now you leave me no choice but to say this. I choose you to be the one I let go, the one I don't call no more, the one I don't know. So I choose you. I've been staying loyal, that's good vibes. Yeah. You've been staying now with other guys, yeah. I think I don't love you and I'm right. You think that you're royal, that's a lie. And you better believe it, yeah. All these
wind blowing and birds are singing in cypress trees. Tuscany, Italy, eating carbonara and reading Machiavelli. While the world ends, that's where I will be. Honestly, I can just see myself chilling. Tuscany, cute little dress. Diamonds in the rough. I see the most, but you've never seen enough. Counting all the cities till I'm home. The first time I had never felt alone. Summer loving, I would crave your lips. Thunderstruck in for just a kiss. Sunny loving all over me. Overthinking what we could be. Gwenny ist im Chat anwesend. Schönen guten Abend. Und unsere Snow ist im Chat und im Discord anwesend. Schönen guten Abend, Snow. Hi. Hi. Ach, jetzt kommt der Gitarrenfredo schon wieder an. Und unsere liebe Frau Stacheldraht. Tüdelü. Hallo. Und unser Miguel. Tüdelü. Ja, hallo. Und Chat. Und wenn der Stevie gleich nicht aufhört, dann zerstöre ich den. Was? Ich stehe vor dir und spiele Gitarre. Hallo? Ja, ich hab das gerade nicht gesehen, weil ich gerade im Internet was am Schauen bin. Aber ich sehe bei den Akkorden nicht durch. Ja. So. Miguel, ich hab mir ein Lied rausgesucht. Ich hab einfach nur eine Zeile an Noten. Ich bin überfordert, wie ich das spielen soll. Stachy sagt, das hört sich einfach Ohrenkrebs an, weil man das einfach nicht zuordnen kann. Weil die Töne einfach nicht. Die Töne existieren in dieser Gitarre einfach nicht. Boah, das wird eine schwierige Aufgabe tatsächlich. Und jetzt muss ich mal in den Einstellungen gucken, haben wir die Tasten überhaupt dafür? Tüdelü. So, dann sollten wir vielleicht auch mal das Spiel anmachen, wa? So, Snow, Stachy, Mimi, Hallöchen. Gwenny. Gwenny, mein Engel. So. Nö. Das haben wir. Miguel? Controls, ja. Miguel? Ja. Danke, Lodü. Mal in deine Umgebung, bitte. Wenn ihr aus der Base rauskommt, aus der Hauptausfahrt nach links Richtung Händler, da steht ein Schlumpi. War laut. Wer im Event teilnehmen möchte, sollte sich Knackzeug besorgen. Habe ich gerade angekündigt und dann. Oh ja, danke. Ja, komm. Hä? Was? Besser war der Schlumpi. Bitte gerne. Brauchen wir ein Auto? Ja, um die 3 Meter hinzukommen. Sonst Knackzeug mitnehmen, Lagersache mitnehmen. Warte, muss ich jetzt im Inventar ausräumen. Okay. Benny, mein Sohn, in Licht! Wann kriegst du dein Laptop? Achso. Schlumpi, noch Frage zwischendurch. Brauchen wir eine Waffe? Negativ. Wo fahrt Gut, dann kann hin? Ich mich den ganzen Rucksack einfach ins Auto legen. Uppi, Mimi hat mich mit Engel beleidigt. Hau ihn bitte von mir. Er schießt nachher. Oder sagst hier Snow Bescheid. Die killt jeden. Die hat mich auf dem Surfer hier schon gefühlt, ne? 500 Mal gekillt. Der nimmt nicht, du doofe Kuh. Es war bloß 12 Mal. Deswegen sage ich ja gefühlt. Ne? Brauchen wir Platz im Inventar? Nee. Okay, da muss ich noch mehr Zeug in meine Lootkiste werfen. Warte kurz, dauert ein bisschen. Also aus dem Haupttor raus nach links Richtung Händler und dann stehe ich da 200 Meter weiter und warte auf euch. Ein Bajonett denke ich nicht, dass ich brauche.
Brauche ich Antibiotika eigentlich nicht, oder? Nein, nein, nein. Nur Nacktzeug und Baggermaterial. Ich warte auf euch. Du kannst ruhig mitkommen, Schachi, da droht keine Gefahr. Bestimmt. Mein Schneemobil. Nur von deinen Mitspielern, vielleicht wenn sie neidisch wären oder so. Ansonsten würde keine Gefahr drohen. Sollte. Zwei gelbe Schraubenzieher Stachy, brauche ich mehr. Das weiß ich nicht, wie viel du brauchst. Stachy, du kennst es. Du fährst durch eine Stadt durch, die ist komplett tot, lootest, fährst zum Händler, kommst zurück, ist da Love Parade. Du kennst es. Aha. Noch kein also Engel, eher ein Bengel. Ich habe jetzt meinen Köcher voll gemacht mit Dietrichen und Schraubenziehern. Reicht das? Das weiß ich nicht, ob es reichen wird. Das werden wir dann sehen. Egal, ich habe ja noch genügend im Auto. Will jemand mitfahren? Nee, ich brauche Platz, falls ich was loote. Ey. Tüdelü. Lordi hat jetzt Spiel um mich steht. Vielen lieben Dank dafür, Lordi. Warte mal, ich muss mal immer wieder anders machen, dass ich sehe. Komm hier doch raus. Als ob sie die Tür mal offen lässt, nö. Laptop wird frühestens an meinem GB sein. Wann hast du nochmal Geburtstag, Vinny? Ach so, jetzt im Stream bitte nicht so viel hupen, sei so lieb, bitte. Hallo's. Hallo's. So, kommt Stevie mit oder bleibt ihr noch hinten? Stevie? Stevie ist nicht hier. Der stand da eben noch auf Auto und hat mit der Gitarre auf mein Auto eingedroschen. Ja, aber der ist ja im anderen Talk noch drin. Ach so, okay. Ja, dann folgt mir mal. Ich hab da jetzt so 10 Minuten vorm Stream schnell mal was vorbereitet. Wird nächstes Mal natürlich besser vorbereitet sein, versprochen. Ah, das lebt, alter Spiel. Danke, dass das nicht mehr bei mir so war. Nächsten Monat. Sehr schön, Granny. Hast du dich in die Geburtstagsdesign getragen im Discord? Ich hoffe doch, ja. Und wenn du Langeweile hast, kannst du natürlich auch ohne mitzuzocken in den Talk drin kommen, ne? In den Live-Talk, Granny. Du musst doch nicht immer alleine sitzen. Oh, die Hütte ist ja niedlich. Wie süß. Sind wir richtig? Ja. So, bevor ihr jetzt losrennt wie die Idioten, zuhören bitte. Oha. Wie, zuhören? Wie gesagt, es ist jetzt spontan. Ich habe schon eine Idee, wie ich es beim nächsten Mal richtig mache. Dieses Schloss ist, diese Tür ist mit 3 Schlössern gesichert. Drinnen stehen 4 Kisten mit allerhand Loot. Bekommt euch bitte nicht in Streiten. Teilt euch auf oder sagt es für euch selber ein. No, du wartest. Wie sie sich schon wieder ranrobbt, ne? Entversucht euer Glück und viel Spaß. Bin gerade am Futtern. Ich weil Stachy beschäftigt ist. Viel Spaß. Alter, wie schnell muss das gehen? Chrissy, einen schönen guten Abend. Was treibt dich denn zu uns? Schönen guten Abend, schön, dass du da bist. Stachy, klappt oder so? Ich glaube, das sind so eine goldenen Schlösser, denke ich mal. Da musst du richtig schnell sein, Stachy. Du hast zu wenig Zeit für. Ich hab alle. Nein, durch Fenster springen ist nicht nur. Dann bist du raus, dann bist du disqualifiziert. Nein, ich war einen halben Millimeter daneben. Ich hab alle verbraucht. Ich hab so ein Spontan-Event einfach mal erstellt. Mal gucken, ob die 4 das schaffen. Nein, weil ich krieg nicht mal dieses Schloss auf. Bin gerade am Futtern. Lass es dir schmecken, Gwenny. Uftnacken, soll ich kommen? Ihr wollt mal vorbeischauen. Wie geht's so? Ja, den Umständen entsprechend mit dem warmen Kaltwetter draußen, ne? Ich komme. Erst die, wie? Mach ganz in Ruhe. Wichtig ist, wenn ihr drinnen die Kisten geknackt habt, ne? Bekommt euch bitte nicht in Streiten wegen irgendwelchen Loot oder so, ne? Ich komm da nicht rein. Ich kann nichts mehr knacken, ich hab nichts mehr. Warte, ich probier auch mal. Ich will jetzt nicht meine ganzen verbesserten Dietriche. Ich hab meinen letzten verbesserten Dietrich, hab ich jetzt noch einen. Ich hab gerade alle verbesserten Dietriche da reingehauen. Und hab nicht eins geschafft. Bewegt sich das Schloss auch überhaupt? Ja. Haben wir irgendwo durch. Alter. Durchs Fenster springen ist nicht so, dann bist du disqualifiziert. Da ist ja kein Fenster, das hab ich gerade geschaut. Fühlt fein, dass ich eins übersehen hätte. Dann wärst du leider disqualifiziert, Mäuschen. I'm on my way. Das ist unfair.
schon wieder das Schloss genommen, wo kein Mönch bis jetzt geknackt hat von uns. Also, dass sich auch immer der Winkel verschiebt, ne? Das ist... Ich dachte, ihr könnt goldene Schlösser. Ich kann sie gleich nochmal auswechseln. Ne, goldene Schlösser kann ich nicht. Ich kann die rostigen, aber... Bloß die für 10 Sekunden haben wir immer die gehabt, wo wir knacken konnten. Ach so, das wusste ich nicht. Die Kisten haben auch goldene Schlösser, by the way. Ich bin auf dem Weg. Ja, mach in Ruhe, Stevie. Aber ich packe unter meinem Auto fest. Dumm. Snow. Was war das, dass du goldene Schlösser rein hast? Ich höre auf, bevor ich gar keine Dietriche mehr habe. Ich habe zweimal hab ich's geschafft, das Schloss zu drehen, aber es war nicht richtig. Aber so schnell wie die Dinger abbrechen, ist ja Wahnsinn. Ich bin großartig. Nee, ich verschwende jetzt nicht meinen letzten Dietrich dafür. Packt er das hin? Wartet mal. Nein. Lass ihn drin, ich bin gleich da. Ich sitze im Auto. Lass mal kurz die Dings in Ruhe. Ich nehme mal die Schlösser hier raus und tausche die gegen Silberne aus an den Kisten. Weil das konnte ich tatsächlich nicht wissen. Das tut mir wirklich leid. Das konnte ich nicht wissen. Silberne sind von der Zeit her genauso wie die goldenen. Okay. Ich bin ein paar Dietrich im Auto. Ich hab mein ganzes Essen weggelegt. Ja, aber so viele habe ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Das Ding ist, dadurch, dass ich ein Auto dabei habe, habe ich halt einen ganzen Rucksack voll eigentlich. Eigentlich. Sind da jetzt andere Schlösser drin? In den Kisten, ja, warte kurz. Wollte mich auch nochmal bei die Wollte mich auch nochmal bei dir bedanken für die tolle Mod-Einrichtung auf meinem PC-Server. Wir müssen uns sowieso mal privat unterhalten. Du weißt, worum es geht. Das war nie so toll. Warum habe ich eigentlich 3 Ruhmpunkte verloren? Das weiß ich nicht. Weil du beim Knacken. Ich hatte 111, jetzt habe ich nur 108. Weil du beim Knacken, wenn du verkackst, Ruhmpunkte verbrauchst. Was ist denn für ein Müll? Ich habe hier mal ein paar Dinger hingeschmissen. Das klingt als kleine Entschädigung. Hä? Was denn jetzt? Ah, wer hat wieder den Dietrich in die Hand genommen? Von euch. Entspannt. Ja. Wer ist noch rausgeflogen gerade? Keiner. Ich nicht. Spiel so, nö, nicht. Nee, weiß er echt nicht. Okay, klemmen wir mal privat. Wenn die Tür offen sein sollte, wartet bitte Vera halber, bis Miguel dann wieder eingeloggt ist. Natürlich. Ihr, weil du mich immer mit absoluter Oberliebe erschießt. So, guck mal, nur für dich. Nur für dich. So lieb bin ich zu dir. Ja, da kämpft selbst Stevo, ne? Was gibt's denn bei der Gwenny heute eigentlich lecker zu? Müsste mal eh nachmacken, ja, oder was? Jupp. Okay, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Weil ich habe ja schon eine Idee, was ich am Vorbereiten bin, aber das kann ich halt nicht 10 Minuten vor dem Stream machen, ne? Das war jetzt eine blöde Idee, dann kann ich das nämlich besser planen. Nigel! Schnoo! Die gibt's ja doch noch! Ja, natürlich. Ich
Warum hast du ihn so lange nicht sehen lassen, Chrissy? Erzähl mal. Du alter Pfeifenkopf. Was soll ich knacken kommen? Boah, ich schaff das. Hm? Tür ist immer dazu. Offen. What? Eins. Nice. Okay, sehr schön. Großartig. Jetzt. Ich krieg Albträume von diesem komischen Geräusch. Jetzt kommt Stevie. Hm, meine Vorarbeit. Ich war schon mal vorgelockert. Schon mal wie die 40 in dir ballert. Also da kriegt man echt Albträume von diesem komischen Knackgeräusch. Als ob du so auf eine Schabe oder so trittst, so krrrr. Ja. Immer wenn sie so halb am Drehen ist, dann hört's auf mit den Zeiten, ne? Nee. Wie viele sind jetzt schon gelockt? Ich will auch nochmal probieren. Eins. Zwei sind's noch. Ibi? Oh. Also macht das keinen Unterschied, wenn ich so eine Eventtür quasi mache, welches Schloss ich drin mache, ne? Das macht dann keinen Unterschied, oder wie? Ja, doch. Wenn du die rostigen nimmst, sind das die einfachsten. Die silbernen sind die verbesserten, also die Stufe 2. Hm. Und die goldenen sind halt so die absolute Härte. Ja, ja, gut. Das klingt ja auch einleuchtend, weil du meintest, die machen sich von der Zeit her nichts. Nee, die mittleren und die harten machen sich von der Zeit her nichts, nur halt, dass du einen größeren Sweet Spot hast. Ah, okay. Ja, muss man ja mal wissen. Also du kannst die silbernen kannst du vergleichen mit den grünen Schränken im Bunker. Ah, okay. Atomschrank und Ersthilfeschrank. Mhm. Okay. Also dreimal hat sich das Schloss bei mir bewegt, aber es ist nicht aufgegangen. Das Schloss kommt bei mir gar nicht zum Bewegen, weil so schnell die Zeit rum ist. Bei mir ist es ja nicht mal die Zeit, bei mir brechen die Dietriche halt immer ab. Ich habe jetzt extra schon die Empfindlichkeit von meiner Maus hochgestellt. Aber Snow, du hast Handschuhe an, die komplett zugeschlossen sind, da ist das nochmal eine Nummer schwerer. Zeig mir den Handschuhen. Von 50 Dietrichen habe ich noch 9 Stück und davon hat sich dreimal das Schloss bewegt. Aber das ist für mich dann halt auch eine Erfahrung, dass ich weiß, wie ich was machen kann, wenn ich mal so ein Event mache, weißt du? Mhm. Ja, natürlich. Die Sache war ja auch so 10 Minuten vor Streamstart, weißt du? Stream gerade gestartet. Oh, hier, guck mal. Kannst du mal schnell machen. Jetzt wollt ihr ärgern, weil sie mal richtig. Aber das Hütchen gefällt mir. Da würde ich es aushalten. Sag ich halt süß, so, oder? Darf ich nochmal? Hätte auch genau die richtige Größe. Guck mal, wie süß sie sich dazwischen quetscht. Ne? Darf ich nochmal? Schubs, Drängel? Willst du dir was auf dem Kopf haut? Da sind die Schreie groß. Und wir haben es jetzt 20.17 Uhr. Wenn ihr bis 20.20 Uhr nicht geschafft habt, dann mache ich euch die Tür auf. Wie viele Kisten stehen da jetzt drinne? Ja. 4. Oh, jeder eine. Sehr schön. Ihr könnt die Sachen behalten, verkaufen, tauschen, einlagern. Richt euch bitte nur nicht in Streiten wegen so. Ja, schade. Aber. Wir doch nicht. Oh, wir wollten doch streiten. Erstmal stache ich gleich eine reinholen, damit sie was Besseres hat wie ich. Sobald die Tür offen ist, BAM! Alle liegen 3 Leichen und ich stepp da rein. Tschüss! Kein Spaß.
Ja, wir haben das ja schon mit dem PD schon mal ganz. Das Mini-Event, was wir hatten da. Das hat mir bis jetzt schon. Das hat zwei Kisten gab. Das hat mir, glaube ich, gerade 10 Punkte schon abgezogen. Kannst du mir hier privat noch was sagen? Du meinst per Twitch? Nee, kann ich nicht, weil wenn ich jetzt den Browser aufmache, ist die Gefahr wieder groß, dass mein OBS wieder abschmiert. Kann ich jetzt tatsächlich nicht machen. Ja, aber ich stream da jetzt gerade den Shadow-PC, weißt du? Über den Launcher und mein OBS hat irgendwie die Krankheit, dass wenn ich jetzt irgendwie was anderes noch öffne oder starte, dass der den ganzen Jahr nochmal abkackt, den OBS. Warum auch immer, keine Ahnung. Ihr wart im Forienleben mal Scheibenwischer, oder? Lass ich ihn. Aber Miguel, musst du noch was zumachen, warte. DC kann ich gleich machen, ja. DC kann ich gleich machen. Oh ja, gute Idee. Warte. Nein! Was ist denn? Ja, ganz in Ruhe, Chris. Ganz in Ruhe, Chris. Verdammt. Jetzt sind wir erstmal in Scum am Stream. Ganz in Ruhe. Okay. Eins ist noch drin, okay. Nein, mir fehlen halt die Trischer. Wie schnell wird die Zeit sein? Ja. Nein, es war fast offen. Fühl ich so. Du, ich habe 80 Versuche und eins geknackt und beim anderen hat sich keine Ahnung wie oft gedreht. Oft genug. Und hat immer Mühe gefehlt. Kann es jetzt wenigstens mal zu Ende drehen lassen. Also 20:20 Uhr, wenn er denn... Wenn ich noch mehr... Ich pack gerade noch Haarklammern aus. Ich hab auch noch die Dresche bei. Ein paar hab ich noch. Ich würde noch mal nicht eure guten. Dafür ist es jetzt eh schon zu spät. Ich habe eine so gut fast wie alle verbraucht. Auf die paar kommt das gut. Ich hatte 20 verbesserte, die sind alle leer. Muss nur, denn hör mal auf, dass du dir die Spaß hast, noch was für die Kisten drin. Ich hab keine mehr. Ich hab im Auto noch ein paar. Ich nehme jetzt mal das Schloss raus, aber wartet bitte mit dem Rind pushen. Dass alle denn wieder ausgestattet sind. So, jetzt ist meine Autokiste, was Dietrich angeht, leer. Warte noch so, warte. Wie auch bereit ist. Ich hatte immer jedes Spiel im OBS eine Audiospur anstatt eine Spur Game zu nennen und dann beim Gamewechsel da drin zu ändern. OBS ist mit zu vielen Spuren überfordert. Oh ne, das läuft eigentlich, das läuft eigentlich tatsächlich. Das hat irgendwas mit meiner Onboard-Grafikkarte zu tun, über die ich den Stream renne. Kobi, einen schönen guten Abend, du lebst ja auch noch. Für dich gedrückt. Eins Kobi. Kobi! Servus. Servus, Grüezi und Hallo. Kobi, wenn du Scum mitmachen willst, sag Bescheid. Hier hast du auch deine Ruhe. Du kannst dich auch um den Garten kümmern, wenn du möchtest. Wir nehmen dich auch an die Hand. Die Mädels sind da. Snow, ich sehe das. Snow. Du kannst schon süß sein mit deinem Schar, ne? Ohne Witz, du kannst schon echt süß sein mit deinem Schar. Oh. Ihr könnt euch ruhig wieder schon eine Kiste aussuchen. Na, alles gut, wir warten auf dich. Du, das dauert bei also, mir. Ich hab grad 5 Haarklammerboxen ausgepackt. Warte, dann kriegst du von mir was, warte kurz. Warte, ich helf dir mal. Oder so. Ich dachte, hier schon komplett aufgeregnet. Ach. Wenn der mit mehr Haarklammern. Ich sag doch, ich hab circa 5 Packungen Haarklammern ausgepackt. Ja, gerade wieder vom Tier zurück. Hier geht es soweit gut. Das ist schön. Hat die Maus schon wieder irgendwas gehabt, oder? Oh je. Warte mal. Kommt mal einer von euch bitte her. Damit nicht wieder. Es kommen 3 Leute hier rauf, oder? Genau, erstmal Snow. Bitteschön.
Und die Stachy bitte zu mir. Was soll denn denn? Oh, danke. Kommt der Miguel zu mir? Achtung, ich sammle ein paar ein. Ja, ich mach Dietrich hier noch draus, also. Ja, Klammer hat sich bewegt. Hilfe. Wo ist er denn? Dann kommt der Stevie mal bitte zu mir. Dankeschön. Der hat hier gerade massenhaft Dietrich am Einsammeln, also dauert glaube ich noch ein bisschen. Dann komm du mal bitte her, Snow. Pack mal die 4 ein und gib sie mal bitte. Genauso durch. Nee, Kontrolle. Sehr schön, Kubi, sehr schön. Guck mal, ich habe ein Geschenk für dich. Nicht die Handschuhe. Juhu. Nachdem wir jetzt gerade so ewig viele Schraubentier gemacht haben, ne? Ja. Jupp, hier liegen ja auch noch ein paar. Check. Miguel. Miguel, weil ich das letztens schon gesehen habe, dass wenn Sachen in der Umgebung liegen und du so relativ langsam beim Einsammeln bist, du musst bloß rechts, wo die Umgebung ist, einfach nur Doppelklick drücken, dann hast du das gleich im Inventar. Bist du schneller. Okay. Okay. Aber bei Klamotten ziehst du diese dann an. Ja, bei Klamotten schon. Ich werde jetzt hier sofort. Wie weit bist du, Stevie? Wie drehen wir hier sonst durch? Sehr schön. Snow, weg von der Tür, bitte. So, Moment. Viel Spaß. Ach Gott, das ist ja auch bloß 4 Sekunden. Ich hab extra bloß die Kleinschlosserin gemacht. Alter, was ist denn da los, ey? Los, hallo? Nein. Ich war fast offen. Da sind die billigsten und rostigsten Schlösser drin. Ja, das geht genauso schnell wie die goldenen, möchte ich dir nur sagen. Okay. Wie brav sie da jetzt alle drin stehen. Er hat seine Panzerfaust drin geschoben, ne? Und dann habe ich echt ein Problem. Ich krieg mich hier durch Luft, dem Server. Dann hatten wir dich einmal über die komplette Scam-Karte. Ja, ich glaube auch. Ich versteck mich dann auf dem Flugplatz. Es hat ein halber Millimeter gefehlt. Gut, dass du deine Position schon mal verrätst, ob wir wissen, wo wir als erstes suchen. Du weißt, dass es 2 Flughäfen und mindestens ein Rollfeld gibt. Teilen wir uns halt in 2er-Teams auf. Und den ganz großen Flughafen in D4, da willst du nicht. Ich hasse dieses Spiel. Ah, komm mal. Es war gerade die Zeit zu Ende, weswegen es das Schloss nicht mehr weitergedreht hat. Es wäre aber aufgegangen. Ich hab's noch nicht einmal bis zur Zeit geschafft, ne? Vorher brechen bei mir die Dietriche weg. Nein! Was ist das denn? Ja! Ich bin drin! Glückwunsch! So blödes Schloss, geh doch jetzt auf! Nein, fast! Oh, schön. Check. Ich hab keine Dietriche mehr. Soll ich irgendwo knacken? Also gar keine. Meine Kiste. Ich mach sie dir auf. Kann das auch selber, ich hab bloß keine Dietriche mehr. Gebung Schnau. Dietriche. Ja toll, ist selber meine Kiste kannst, beschäftigt. Du kannst auch die komplette Kiste mit ihm, Stachy. Was sagt er jetzt, ne? Dann mache ich halt jetzt Miguels Kiste auf. Passt. Ihr könnt auch notfalls die Kiste ins Auto laden und zu Hause knacken, wenn ihr wollt. Also, hat das euch überlassen. Jungs, nur kannst du mal kurz zur Seite gehen? Miguel? Nö, ist offen. Danke. Und ich habe nicht reingeschaut, Snow. Kiste ist doof. Ich hab's. Alter, das 2-3 Mal hab ich's fast gehabt, aber. Er hat Knack gemacht, aber der Dietrich weg. Snow, schau in deine Kiste rein. Schmack auf. Was hast du gesagt, Stachy? Das war aber knackig jetzt, ne, das Schloss. Das sind die Schlösser, die im Erste-Hilfe-Kasten drin sitzen. Mehr Glück als Verstand. Was zum Teufel höre ich hier gerade für Musik? Keine Ahnung. Das ist schon wieder aus meiner Playlist raus. Jedes Mal, wenn Schnuppi streamt, ne? Ich hab damit aber nichts zu tun. Ich hab nichts umgestellt.
wo ist der Schraubendreher von hier draußen hin? Den habe ich eingesackt, komm her. Ich war zwar ein paar Mal kurz davor, aber Dietrich so nö. Offen. Ich brech jetzt ab. Cool, kannst danke. Du, kannst du die komplette Kiste mit dir essen? Woher weiß ich jetzt, welche meine ist? Warte mal, Inventar öffnen hier. So, markier meine Kiste heißt Snow. Meine Kiste habe ich jetzt unbedingt fertig. Ich nehme meine auch mal mit zum Auto. Sag du, die Geschenke, die drin sind, auspacken, wenn er alleine steht, damit da sich ein Fall ab, wenn andere die auspacken. Okay. Ja, eine UMP 45. Mit Bier. Wow. Tequila, noch mehr Bier? Ich glaube, das ist ein Zeichen. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang. Wie kann ich denn das Inventar von der Kiste wieder zumachen hier? Doppelklick auf die Kiste. Doppelklick drauf. Warum hat Miguel 2 Geschenke drin? Weil freie Kistenwahl bestand. Ich habe auch 2. Gut, dann weiß ich Bescheid für nächstes Mal. Gibi! Wo tastet man sich ran? Ich krieg die Kiste nicht in mein Auto. Warum nicht? Weiß ich nicht, sie wird mir grün angezeigt, aber. Ah, das hab ich auch manchmal, dann ist einfach dein Auto voll. Was war bei mir eben aufräumen hier? Hier kommt Schmerz bei mir mit von mir, gell? Ich muss mich nur eben schnell neu equippen und dann. Genau, man kann durch alle Bäume durchfahren, bis auf den einen, wo ich dagegen fahre. Oh, Stein. Flieg, kleines Auto, du bist 3. Wie ich mir Snow gerade beim Gassi gehen vorstelle, mit diesem kleinen Chihuahua und diese Hundelaufleine, weißt du? Und dann, wenn sie ihn zurückzieht über diese Autoholfunktion, flieg, kleiner Chihuahua, du bist frei! Tschum! Nein! Unsere Hunde sind zu faul zum Weiterlaufen. Sobald die Leine irgendwie bloß Zug bekommt, bleibt er uns stehen und schaut dich an. Alter! Ernsthaft? Die vorbeilässt an mir. Die kommt da reingedriftet beim großen Tor. Wow! Ich fahre aber heute auch schon wieder wie Schwanz, ey. Ich hab das Auto fast twist gefahren am Parkplatz. Du stehst ein bisschen zu weit drüben. Au, au. Hab ich mir auch gerade gedacht. Warte mal. Krieg das hin? Oder nicht? Frieden, Starry? Ja. Sehr. Bumm. Alter, das ist gerade gelegt. Kleine Hexe, ne? Kleine Hexe. Hau ab, du stinkst. Ach, Magie. So, und ich will meine Kiste ausräumen. Irgendwann musst du an mir vorbei. Oh. Moment. Alter, wie sie gebückt läuft, ne? Warte mal, komm mal. Runter von meinem Auto. Dein Auto? Ja, ist es. Warte, ich muss gerade nicht, Lulu.
Ist gerade irgendein Tor auch noch offen oder nicht? Ja, der große Haupttor ist noch offen. Was lacht ihr denn jetzt so? Was ist denn jetzt gerade los bei euch? Warum lacht ihr denn jetzt so? Oh, das ist geil, wie trocken das gerade kam, ey, schön. Jawohl, scheiße, muss ich nur. So richtig jetzt. Pinkelst du gerade auf mein Auto, du kleine Hexe? Oder, oder kackst du gerade drauf? Ist das eine kleine Bahnhofspiep? Schießen kann der Messer, schießen kann am Autobahn, da hört's auf. Diese kleine Hexe, ne? Stevie? Stevie? Wir haben Spaß auf meinem Auto, Stachy. Mhm. Ich schwebe schon wieder neben deinem Auto. Und die Gase, weil du heute stinkst. Da kam ein Zippo. Hä? Wo ist Snow hin? Snow? Ich glaube, Snow hat gerade das Internet auf Wiedersehen gesagt. Ich glaube auch. Wo ist denn Scummick? Schokoriegel, ja! So, muss mal auspacken. Internet put? Internet hat macht aus? Chevy! So, die einfach aus, die lockt du nice. Pfeife oder was? Lock sie einfach aus, die dusselige Kuh. Vielleicht kommen sie wieder ins Snow. Die sind eine doofe Kuh, ey. Jetzt wollte ich gerade mit Snow und Deathmatch starten, weißt du? Bin mir aber mal fix einen Stuhl holen aus der Küche. Bin da wieder da, Kinas. Mhm, bis gleich. Antrag abgelehnt. Ich habe eine M1 drin. Yay. Die habe ich auch. Sehr schön. Sie. Beautiful. Jetzt habe ich noch eins. Gucken, was hier noch drin ist. Auch nicht schlecht. Katze, Waffel halten. Miau.
Furchtbar. Die schreit immer, als würde wer ans Leder wollen. Hey, na? Hey, na? Hey, na? Ist mein Flöckchen schon wieder online? Nope. Oh, mein Sohn, den liegt! Wie geht das Mensch nochmal probieren, ob es funktioniert? Können wir gleich nochmal machen, ja? Ach, Snow, komm schon, mein kleines Sahnepopöchen. Komm doch wieder online. Hast du die Tabletten reingepackt? Tabletten? Wo? In die Kisten. Ja. Also das, was ich bekommen habe, kann ich direkt, ja, volle Wonne ab in die Tonne. Okay. Aktivkohle, keiner von uns geht ins verstrahlte Gebiet. Wir sind von Hause aus alle verstrahltet, reicht doch. Ist Argument genug, oder? Das ist ein Argument, ja. Wie okay, weißt du, was ich gestern aus dem PD noch geholt habe? Warte kurz, Miguel. Stevie, zu meiner Verteidigung. Mir ist die Idee mit den Kisten und dem Knacken ist mir so 5 Minuten vom Stream gekommen, wo der Stream schon an war. Weißt du? Beim nächsten Mal wird's besser. Ja, Miguel, was hast du hier gefunden? Eine goldene M1911. Jagger. Ja, die erste goldene Waffe, die ich gefunden habe. Aktivkohle bringt nichts gegen Verstrahlung. Sag das mal den Steven. Stevie, Aktivkohle bringt nichts. Ja. Mann, UD-Tabletten. Aktivkohle ist Durchfall. Snow, mein Sahnearsch, wo bist du? Snow! Snow! Komm sie doch bitte wieder online. Bitte. Oh, Snow. Aber Snow! Dieses Huhn. Oder? Ich wollte es auch gerade sagen, danke, Story. Ey, Klappe. Hallo, Buri. Guck mal, Miguel, ich habe jetzt ein Deathmatch gedingst. Hallo, ihr lieben Chaoten. Ja, Moment. Olli, hallo, du lieber Chaot. Toll, jetzt tropfe ich hier wieder alles voll. Wieder Menstruationsprobleme? Ja. Dieses klingt so geil bei der M1, ne? Ja, aber kannst du nicht deine Laderahmen wieder aufzuheben? Weil die fliegen raus und sind dann neben dir. Okay. Ich hab natürlich die perfekte Kiste getroffen, ne? Ist mir gerade aufgefallen, ich gerade geguckt habe über Inventar. Wieso? Oh, wie danke. Ich habe 2 Flaschen Tequila gefunden. Ich habe auch 2 drin gehabt. Ich auch. Und ein Gulasch. Ah, wie gut. Gui Popo. Spaghetti mit Fleischbällchen, Teich-Ei-Bier. Weitabu-Bier. Und Rindergulasch. Schokoriegel. Ich hätte mich ja gefreut, wenn eine Kiste randvoll mit Dietrichen gewesen wäre. Nee. Tüdel. Ja, okay. Ja. Aber die UMP verzieht kaum, das ist geil. Du hast so viel Munition, oder? Klar. Gerade wollte ich sagen, ich habe keine Dietriche mehr, aber ich habe noch so viele Haarklammerschachteln da. Haarschachtelklammern? Ich habe vorhin so einen Bericht gesehen über die Wuppertaler Schwebebahn und der Moderator ist so aufgeregt gewesen wegen der Kamera und er sagt dann einfach die Schwebetaler Wupperbahn. Ich bin hier bald vom Sofa gefallen vor Lachen. Ne? Schwebetaler Wupperbahn. So, Events. Aktivkohle ist gegen Vergiftung wie Alkohol, Pilzeffekte und Co. Ne, steht da wieder alleine drin. Also du musst doch also ich oben. Mich du musst doch oben in dem Reiter. Ja, ich bin da drauf. Ich bin auf die 1 raufgegangen, ja.
Ich klicke jetzt Deathmatch Brawl Caged in Klammern 1. Mhm. So, jetzt bin ich da drauf geklickt, jetzt steht das da auch. Jetzt gehe ich auf Anmelden. Jetzt sehe ich Stevie, sehe ich da zum Beispiel. Und jetzt stehe ich mit Stevie da drin. Vielleicht ich weiß du nicht, woran das liegt. Vielleicht kannst du als Admin auch nicht. Warte, wie aus ich mache. Warum sollte da als Admin nicht können? Hatte ich ja auf dem ersten Server, wo er mit Jenny gespielt hat. Ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung. Sounds defekt, was hat nicht funktioniert? Cage. Keine Ahnung. Das ist halt genau dasselbe Problem, was wir letztens auch schon hatten. Bei Stevie habe ich jetzt gesehen, dass er da drin stand, aber dich habe ich halt nicht gesehen. Deathmatch MMA Cage. Alleine. Seht so. Halt warte auf Spieler. Ich auch nicht. Deathmatch Formel wird mir eine 1 angezeigt. Ja, Sommel, da bin ich gerade drin, Sektor D2, da wo schon die 1 stand, wo ich gerade geguckt hatte. Oh, da war halt niemand. Mir wird zwar die 1 angezeigt, aber wenn ich da draufklicke, ist da niemand. Hab nicht aufgepasst. Ging das, noch, keine dich... Ahnung, nicht oder wie? Buch hätte ich geschrieben, Soundeffekt. Ich weiß es tatsächlich nicht so. Ich hab jetzt auch nicht aufgepasst, ob da jetzt gerade irgendwie ein Alert oder so kam. Müsste jetzt lügen. Bei Tissen und. Was tippen? Ich hab die Szene noch mal aktualisiert. Schön, wenn man etwas vorklimpert, wa? Auf, das ist ja widerlich. Ach, macht jetzt noch, macht jetzt. Wir denken, Deathmatch starten. Verfluchte Axt. Ein Dot-Knopf. Jetzt weiß ich, was ich mal gucken wollte. Huch. Aber da hinten, warum? Dann lassen wir es sein. Wir haben auch keine Ausdauer, die Jungs, ne? Sobald was nicht klappt, wird... Ach, der überfährt mich jetzt schon wieder. Ach, mein Gott. Statt ihr mal versucht zu testen, wie man die Scheiße in Gang kriegt. Ach, Mann, ihr könnt manchmal anstrengend sein, ey. Ohne Witz. Klappt nach 3 Mausklicks nicht, dann wird gleich wieder was anderes gemacht und man steht blöd da. Ich wollte nur mein Auto richtig parken, dass es nicht mitten im Weg steht. Ja, ja. Keine Ausdauer. Knallt, oder Gubi? Doch, ich weiß, warum das vielleicht nicht geht. Weil? Bei einer Beschreibung steht Voraussetzung und darunter steht mindestens Spieleranzahl 2. Ja, aber trotzdem muss es dir angezeigt werden, dass wenn du reinliebst oder reinlieben willst und ich bin schon drinne und du siehst mich aber halt nicht, dann liegt es ja nicht an den Spielervoraussetzungen. Ich probier mal was anderes. Mensch, tiss noch. Immer. Und dafür muss ich erstmal die Schlösser entfernen. Man kann ja auch nichts einstellen, ne? Das ist alles vorgegeben. Du kannst ja halt nur die Maps aussuchen. Ja, scheiße, diese. Kommst du in das Team Deathmatch rein, was ich gerade offen habe? Team Deathmatch Brawl Cage? Gib mir eine Sekunde bitte. Ich müsste im blauen Team sein. Ja, ich bin so ein Team.
Das geht? Okay. Ich kann es dir nicht sagen, warum. Keine Ahnung. Was ist denn jetzt mit Snow und unserem Sahnepropöchen? Kommen sie jetzt wieder oder was, die Dame? Als wäre ich hier Fuchsteufel, sowas von aber Dingsbums. Wait, what? Snow, nehmen Sie auch bitte die Zunge rein. Sie sind doch nicht im Briefmarkenanleckdienst. Oh Gott. Einschießen. Hau. Oh, wow. Erinnert mich an GTA, Alter. Oder? Bleib doch stehen! Nein! Komischerweise mich fällt gerade auf, wenn du auf das. Warum haut die denn nicht zu, Alter? Du was? Ich drück fünfmal die Maustaste zum Schlagen, aber sie schlägt dich. Bin da was, Stevie? Wenn ich jetzt auch auf diesen Brawl, Team Deathmatch Brawl Cage gehe, wo zwei Spieler drin sind. Ja. Wird mir aber eine ganz andere Map angezeigt. Okay. Obi, weißt du übrigens, wo wir sind? Ja. Oder ist das die Musik von dem Deathmatch? Die Musik vom Deathmatch. Nee, ist die vom Deathmatch. Ich dachte, wir sind auf der Dings, wo wir gestern waren. Sind wir ja auch. Warum schreist du denn so? Weil ich gerne schreie, weil es weh tut. Ich stehe auf Schmerzen, was? Snow, komm doch wieder online! Ich treffe auf 3 Meter nicht! Was ist das? Komm wieder online, Snow, bitte! Alter, leck! Alter! Oh. Hat er gemacht. Kobi spult zurück. Idiot! Du kannst dann im Springen nicht schlagen, was das ist. Gubi, was ist jetzt? Willst du das Kamm auch mal wieder daddeln oder was? So richtig das Feld beackern? Ina? Ina? Der durch dich durchgehauen. Wieder! Nein, steh auf! Steh doch auf! Hallo! Alter, der hat zweimal. Oh, der hat zweimal durch dich durchgeschlagen! Ja, weil ich mich einmal davor hingelegt habe und beim anderen habe ich zwar gehockt, aber keine Ahnung. Ach, schön in die falsche Richtung geklopft. Schmutz. Also ein normales Deathmatch wie letztens wäre geil, so mit ratatatatatat. Double Knockout, war nicht schlecht. Großartig. Ach, geil. Sehr schön. Hoch. Ja, hoch. Edi, Zuhörer ist auch Weihnachten vorbei, ey. Was sagst du, Stevie? Staffi soll mich bitte wieder einladen. Einladen zu was? Squad. Warum bist du raus? Wegen Testen. Echten! Event. Bam! Echten! Bam! Wie wir weiter daneben hauen. Nein! Kacke. Aber Nahkampf Deathmatch bin ich schlechter wie du, ne? Schön. Nicht unbedingt. Alter, was hat die denn für einen Schrei drauf gehabt, ey?
Das war der weibliche Kampfschrei. Mann! Scheiße! Ui! Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Bin gleich wieder da. Ja. Jo. Ach! Mann! Wow. War das Rückhand gerade? Alter! Der hat doch mal dann! Der bescheißt doch! Hä? Vorlauf, die Zwölf! Ich bin 5 Meter von dir weg, was ist das? Nein! Nein! Ding nein! Ding nein! Ding aber ich will den Ach! Schmitz, das ist Schmitz, was sie hier machen, Junge Hermann. Aber. Casablanca. Fuck auf, Alter. Alter, ich bin gerade gespawnt, du kleine Tesliet-Frettchen, Alter. Ich stehe mal 300 Meter von dir weg, dass du eine Chance hast zum Laufen. Ach! Ich geh mit dir doch nicht. Stupst du oder kotzt du? Aber wenn ich dich sehe, ist das so ein bisschen aus Beben. Was? Ich glaub auch. Ist aber nicht schlimm, Obi, damit kann ich schon leben. Mann! Hättest du jetzt stillgehalten, ne? Das wäre kurz und schmerzlos. Wie sie zweimal fällt. Doppelt hält besser. Ui, warum renne ich denn so? Sure. Alter, du hättest doch sein müssen! Hau doch zu! Nein! Was ist denn mit dir? Nein, Trauer hat nicht mal zu schlagen, nein. Doch. Nein. Als ob! Als ob! ALS, Leerzeichen OB. Voll auf die Gaul, als der Junge. Was ist ein Feuerball, Junge? Bam! Nein! Hä? Hä? Ich hab so die Dusche an! Der Wallhack an! Der Wallhack! Ich hab dich doch auch getroffen, was? Ich hab mein Herz gesagt, wie Junge. Was ist das für ein Durch dich durchgeschlagen. Ihr habt euren Spaß, ne? Ja, ich ja auch! Dreimal! Nein! Ding dong! Eine nächste Runde müsste Stachi mal mitmachen, ey. Mit einem Baseballschläger. Die lacht sie so kaputt, ey. Was? Machst du? Bleib doch mal stehen, du alte Kakerlakensau, Arsch, Mist, Drecks, Rotz. Sag mal. Xabi. Xabi Alonso. Sag mal. Meine Fresse, Alter, was war das denn? Das hat mich an South Park mit den Gedanken übertragen. Moment, ich bin zu schnell! Bring ein Maschinenraum, weniger Gold! Wir sind zu schnell! Bescheuert, Alter. Jetzt sind halt 4. Nein. So. Hä? Ich hab dich gerade getroffen mit dem Schwung, Alter. Mit dem Schwung? Was ist das für eine Hitbox? Mit dem Schwung. Ich hab nach links gehauen. Der ist ja auch rechts geschwungen. Der hätte dich getroffen, aber nicht getroffen. Ich kann doch nicht arbeiten. Ich hab dich doch getroffen mit dem Schwung. Ich muss sie ja schwimmen. Damit ich weiß, was ich meine. Mit Schwung. Drei. Mit Schwung. Wir kommen schon die Tränen, ey. Schläger. Wir kommen schon die Tränen von darin. Blaulicht. Mit Schwung. Blaulicht. Ja, ist ja gut. Moin Moin, Obi und der Rest der verrückten Bandi. Und natürlich auch ein Moin Moin an die Normalen. Hä? Normal? Wo?
Aber Obi ist ja mit der Keule geübt. Er hat ja noch aus. Was? Noch aus Prüfungsfass für ihr Schlagen in die Dinosaurier mit der Keule. Richtig! Mit Schwamm! Ach du kleiner Aber das ist geil, ey. Errungenschaft. Eventmanager. Ich bin jetzt Eventmanager. Ich bin aufgestiegen. Sag mal, ob du ein kleines dummes Stück Scheiße bist, hab ich dich gerade gefragt. Ich war gerade bei der Punkte auslesen, Dingbums. Ey, du. Ja, ich auch, aber ich konnte dich trotzdem hauen. Du kleines Arschkind, Alter. Versuch mal, ob wir. Aber das Ding ist ja, das war ein Team-Deathmatch. Ja, probier mal, ob wir irgendwie so ein Ratter-Ratter-Ping-Deathmatch machen können. Alter, haut ihr mir noch eine über die Rübe, ne? Dieses kleine Mistkind. Aber ist das auch Team Deathmatch? Ja, probier mal Team Deathmatch, vielleicht klappt's da. Ist offen was? Nee, da sehe ich nichts. Keine Spieler. Cage Sektor C4. Ich hab zweimal Cage drin. Da, wo die 1 angezeigt wird. Ja. Ich habe zweimal. Miguel, habe ich eben gesagt. Ach so. Hä? Cool. Ja. Bei mir, das würde mich auch mal interessieren. Nur, bei beiden würde es nicht geht. Wird mir nur angezeigt Pegori und D1. Das wird Märchens mehr angezeigt. Okay. Jetzt Cage. Nee. Warte mal, schon mal was anderes. Mountain Glade. So, Stevie ist drin. Ist doch das, was ich hier habe, oder? Sektor Day 1. Jetzt? Ja. Jetzt werdet ihr mir angezeigt. Solange du vor mir stehst, geht das nicht. Da hast du wahrscheinlich erst auf Starten oder Laden oder so drücken müssen, glaube ich. Das startet ja von alleine. Wo Stevie gerade beigetreten ist, hat er angefangen zu zählen. Da habe ich es dann aber auch erst gesehen, ne? Okay. Büro Harry ist wieder unterwegs. Ich hab von der Hosenbande besser. So, wie war Granatenschwester nur auf die Zahlen drücken, ne? Zahl drücken nee. Und dann mit G. Ach, nee, G. Der Zahl wählst du bloß aus, Watte schmeißt. Ah, genau. Alter, lol, hab ich grad verzogen, Alter. Kleiner Treppenterrier. Wo ist denn jetzt eigentlich meine Snow? Snow, mein Sohn. Hä? Hä? Aber Snow, komm schon bitte wieder. Stachi. Ja. Stachi, machst du auch mit? Nee, ich konnte nicht rein. Ich weiß nicht, was das bei mir hatte. Okay. Oh, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich hab doch nach oben geguckt beim Werfen. Warum wirfst du die Granate vor dich? Was ist mit dir? Dein Kack, ey. Aber ich nur mein Sonnenschein. Du kannst mich doch nicht einfach alleine lassen. Warum bist du denn jetzt so? Warum? Sag mal, hallo, Spiel. Nicht schon. Ja. Frech. Frech. Du wirst da nichts mit 4 Wochen Krankenschein. Käsekuchen und all sowas.
Frau Snow mit. Wenn Frau Snow mitspielen würde, hättest du gar keine Chance. Sie würde dich gleich hitten. Meinst du? Ja, einfach across the map werfen. Funktioniert immer wieder. Sehr schön. Miau. Ah, ich hol mein Aim auf dem Computer mit der Maus, ne? Ey, ist ja gut, ich bin ja schon weg. Nicht der schon wieder, wo? Ach, der liegt ja schon wieder auf irgendeinem Dach, Alter. Die dumme Noob. Sau. Sau, die Dreckschier da. Der Dämmbeidl, du. Ach, Digga. Alter, leck! Ach! Schmutz! Kack Mexikaner! Das Heilen dauert einfach zu lange. Killet Miguel? Ich getötet? Ja, ich bin verblutet gerade. Das Heilen dauert zu lange. Pferd rum. Hm? Es läuft hier irgendwo wieder ein Pferd rum. Ein Pferd heißt Pferd, weil es Pferd. Na. Ich hab mehr Salz gefunden. Yay. Yay. Komm, was? Digga. Der hat doch heimlich die Karte an. Warte mal, warum ich meine Karte nicht hochmache, weil ich euch das jetzt sehen würde. Ach komm, der ist gefühlt da, wo ich immer bin. Was soll denn das Spiel? Wow.
verstecken sich doch hier schon wieder irgendwo. Komm! Ich hab die Blindgranate doch übers Haus geworfen. Was mit dir? Ach, Schmutz! Wo standst du denn jetzt? Rechts von dir oben. Schmutz! Ich hab das Stevie im Haus gesehen, gedacht, aber irgendwie ist meine Handgranate abgeprallt, die ist mir hinterhergekommen. Halt die Klappe. Ich sehe mal Leute vorbeilaufen, wo wir hinterher sneaken und um die Ecke gucken, sind sie weg. Schmutz. Du kannst ja voll die Rainbow-Taktik hier machen, Alter. Seil fallen? Nein. 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 Tschüss. Nee, im Deathmatch muss ich echt noch üben. Tschüss. Slash Wordkick, nimm Crit. Was? So, ist jetzt meine Snow wieder da? Snow! Hä? Oh, lol. Was sagen wir, wo ist denn hier passiert? Jetzt einfach in ihr Zimmer. Und linkes hat jetzt. Stachy, wo sind sie? Snow, mein Sohn, endlich! In einem Ort. Eieiei. Und wie ist es da so? Oh Mann, jetzt kommt seine Tür hier auf. Noch ruhig. Noch ist ruhig. Tüdelü. So. Ist die alte Kuh online und verarscht mich gerade oder was? Moment. Ja, Snow ist online. Was für eine kleine Kackelfe! Snow! Die kasche ich mir jetzt. Jetzt ist gerade nicht mehr so ruhig hier. Oh Gott. Miguel, kommen Sie mitgekommen? Uff. Nee, ich will mal was gucken eben. Steckt er nicht ein? Chillens, okay, Chillens. Hui. Schade, ich wollte sowas Cooles spielen, aber ich kann es nicht spielen, weil es die Akkordtöne dafür nicht gibt. Ach, das ist ja blöd. Dumm. Ich brauche EM, AM und das haben wir gar nicht. Und B7 gibt es ja das nicht. Das ist ja doof. So, aber ich verlasse euch, ne? So.
Jetzt sieht jetzt erst, wie Snow einfach im Voice drin ist und ich den gar nicht checke. So ein kleines Miststück heute, ne? Ich habe auch seit gefühlt einer Stunde nichts mehr gesagt. Schmutz. Ich bin halt nicht mal stumm geschaltet oder so. Ich habe einfach bloß nicht mehr geredet. Frech, frech noch, frech. Tüdelü. Ja, da war ja schon wer in dem PD. Welches PD? C3 unten. Okay. Du weißt schon mal, wo ich nicht hinfahre? War jemand heute schon B3? Ja, aber um Server Neustadt. Glaube ich. Da bin ich wieder, okay. Handy abgekackt. Bibi Gwenny, Bibi. Bibi Gwenny. Na? Der Opi da, hallo. Alt fresh? Freilich. Bärlos, was ist schön da? Alles schick hier. Großartig. Alles wunderbar. So, dann fahre ich mal. Fahre ich mit nach B3. Opi, haben wir noch einen Schlüssel für die Tür? Muss ich gucken, weil ich wieder at home bin. Kann ich dir jetzt so aus dem Kopf nicht sagen. Vinny! Wenn das mit deinem Laptop da klappt und dem Shadow, dann kriegst du von mir Scum spendiert, wenn du da drauf Interesse hast. Wozu ein Schalldämpfer drauf, wenn der Schuss das halbe Dorf anzieht? Das klingt nicht nach Schalldämpfer. Ist der sicher nicht kaputt? Nee, der ist nickelnagelneu. Sind gerade die ersten zwei Schüsse durch diesen Schalldämpfer geflogen. Okay. Da war tatsächlich schon wer. Aber Kampfstiefel, die kommen mit. Also wie Melody gestern gesagt hat, soll der Schalldämpfer auch nicht so gut sein, dass er nicht alles dämpfen. Ja, aber ich hab vorhin lernen, Bubble. Ich hab vorhin ein bisschen mit dem Sniper rumgespielt und der Schalli, der da drauf ist. Ich hab drüben Richtung Kiste links geschossen. Da sind hier für 300 Zombies an die Rand gekommen. Das ist. Auch das ist aber lieb und süß von dir, aber das musst du nicht. Ah, wenn das Spiel dich interessiert, dann kriegen wir es schon hin, meine Kleine. Wenn Gwenny dann auch noch mitmacht bei Scum, das wäre ja Oberehre. Waschachi und Snow? No. Freilich, auf jeden Fall, wer nicht. Naja, sicher, Digi. Wir brauchen hier ein bisschen weibliche Verstärkung. Er sieht mich schon drin zu Stachy, ach nee. In der Schweinemetzgerei schaut Rosalinde gern Sandy vorbei. Zwischen Schinken und Brust packt sie gleich die Lust. Raffaela kommt auch gleich vorbei. In der Schweinemetzgerei. In der Schweinemetzgerei. Sandin, schönen guten Abend, Diese. Sandmann, lieber Sandmann. Na, mein Lieber, alle Trash. Mach aber nur Blödsinn. Sieht das, Gwenny, sieht das hier nach professionellem Gameplay aus, was du hier siehst bei uns? Ja. So. Wer so sagt, bescheißt. Wie geil bescheißt. Opi, bei dir ist was anderes behauptet. Opi, was? Bei dir ist das nie Profil. Benny. Benny, wie kannst du sowas sagen? Helikopter. Benny, du kannst dich schon gleich mal über mein Knie legen. Sobald ich rechts ranfahre, gibt's einen Arsch voll. Kannst dich schon mal vorbereiten, Mäuschen. Könnte ja so nicht sein, ne? Ich könnte ja so nicht sein.
Wir wollen Freitag am. Ja, Freitag wollen wir 20 Uhr Phasmophobia spielen mit der lieben Snow. Wer Phasmophobia hat von euch auf dem Computer, kann gerne mitmachen. Lügen darf man nicht sagen. Da nee! Muss ich leider forschen. Ich hab Phasmophobia nicht. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Warum ist es locked? Hab ich nicht nur. Ach ja. Ich muss mir erstmal entbundeln. Dann zocken wir eigentlich mal wieder First Class Trouble. Ja, können wir tatsächlich auch gerne machen. Wir haben Phasmo auf dem Plan, wir haben First Class Trouble jetzt auf dem Plan und dann halt wieder COD mit Beutegeld, weil das soll ja wieder da sein. Also nächste Woche wird es ein bisschen was anderes zu sehen geben als nur Scum. Da sind wir wieder Multikulti unterwegs in Sachen Spiele. Und wenn wir Phasmo spielen, dann wird es mit größter Wahrscheinlichkeit auch der Dixpop wieder an sein. Ach, gar kein Bock. Noch ein Grund mehr zuzusehen. So, ich nehme mich mal hin, denke ich. Alle klar, Stevie. Wenn ihr mal ein bisschen schlaft. Erhol dich gut. Guten Abend, Stevie. Guten Abend. Mach gut. Warte, ich das jetzt von die ganzen Goldschlösser versucht habe zu knacken, dann bin ich jetzt im Bronze knacken, irgendwie voll scheiße gerade. Irgendwann kann ich auf Vogeljagd gehen. Du Vogel. Vogel. Ich habe so viel Vogelschrott jetzt schon gefunden an Munition, das ist Wahnsinn. Notfalls verkaufen oder in die Kiste packen, falls du einen anderen brauchst. Oder verkaufen und dann kannst du dir halt andere Schrotti dafür holen. MP5 Magazin, ich hab davon so viele schon. Himmel zieht. Ich habe auch gestern für mich zwei neue Waffen entdeckt. Tatsächlich. Okay. Eine MP5K und eine SDA-SS Schrotflinte. Okay. Nice. Warum schien die Sauce eigentlich immer ich schön offen, wenn ihr wegfahrt? Das mit dem Tor war ich. Wenn ich zu faul bin, wieder auszusteigen und das Tor wieder zuzumachen. Wenigstens ist er ehrlich. Wollte vor 3 Stunden wollte ich was essen lassen. Wer denn das Spiel was für dich, Benny? Könnte man dich mit dem Spiel verführen? Naja, du weißt, was ich meine, Benny. Du weißt, was ich meine. Platonisch verführen. Ja. Jetzt ist die komische andere Fraktion wieder da. Guck mal, die sehen ja, ob ich mir die Gwenny verführen lasse. Die sehen, guck mal, die SVOD an. Guck mal, die machen mal gleich Clip draußen. Mann, ne? Ich denke schon, Survival und Zombies sind genau mein Ding. Großartig. Ich liebe dich ohne Grenze, aber du verstehst mich nicht. Warum du liebst mich nicht? Ich ohne dich wein. Ohne dich weinen. Opi, du geiler Bock. Gwenny, du hast mich kennen und mögen gelernt seit 2013. Jetzt ist Umtausch recht abgeschlossen. Ich sollte die Tiere auch wieder einpacken. Ja, das könnte helfen. Ich habe jetzt gerade gewundert, warum ich nicht an den Lockpick-Schrank rangekommen bin. Oh, Smartphone-Akku. Hab ich diese Pistole langsam hasse, ne? Weil? Block 21, ich hab gestern glaube ich 4 Stück oder so gefunden. Komm doch mal raus, Herr Zumi, sie sind hier falsch.
Schönen Abend noch, Herr Zombie. Also tschüss. Da. Ah. Weißt du, überall kannst du dir Sachen hinstecken, ne? Aber eine MP5 kannst du dir nicht in die Jackentasche stecken, ne? Klingt so falsch. Überall kannst du dir Sachen hinstecken. Klingt halt so falsch, ne? Klingt einfach falsch. Nur weil du was Falsches draus machst, muss es ja nicht von mir kommen. Naja, bei dir bin ich mir da nicht so ganz so sicher, ne? Hey, was bist du denn jetzt so? Na, Waldbaum! Nee. Die OCH. Lüge, Lüge, Lüge. Du musst mir dann zeigen, wo die Disco. Gute Deutsche, diese. Ja, kann ich dir zeigen. Kann ich dir zeigen, Gwenny? Ich zeige dir, wo Disco. Die Disco ist übel laut, ne? Was? Was? Ich hab mir gestern nochmal das VOD angeguckt, ne? Ich bin so froh, dass ich im Stream den Filter drin hab gespielt, ne? Hey. So, mein Sohn, den lief. Bist du wieder mit mir? Du. Ich glaube eher nicht. Ich bewerfe sie gleich mit einem Teelicht. Ich glaube nicht. Ich hab gerade auf den Chat geguckt. Wird dann mein Lieblingsort. Volle Dröhnung. Haha. Muss ich erstmal zwischen zwei Bäume festfahren, ne? Muss auch erst rein. Ich mag ja auch harte Bassmusik, ne? Aber das war selbst mir zu laut. Das hat halt im Headset gedröhnt, Alter. War der Wahnsinn, ey. Du musst das, Mimi. Was ist das? Benni kann ja, da schon, aber das war. Benni kann da, glaube ich, ein bisschen krass. Mehr, bis die Ohren bluten. Ach, ich bin jetzt einfach ruhig, weil der Stream ist an. Ich bin einfach ruhig und halte jetzt einfach meine Fresse. Oh. Ein Schraubendremel. Ey, wieso Schwein? Hä? Weil Baum. Ach, die Nummer. Die Nummer. Nein. Boah, wenn ich diese Krankenhauskleidung da noch sehe in dem Spiel, ne, wird mir kurz übel. Ziehen wir uns jetzt alle. M16 hätte ich auch gerne. Ziehen wir uns jetzt alle die Krankenpfleger-Uniform an und dann stehen wir auf dem Stachel. Aha. Ich wusste es. Was denn? Ich hab ne Tech gerade aus dem Schrank geholt. Gut, nachdem ich gestern keine gefunden hatte, muss ich heute mal wieder eine finden, ne? Mhm. Kann ja nicht angenehm ist. Echt mal. Wenn du das machst, hole ich mir deine letzten Ruhmpunkte auch noch. Wie, Moment mal. Wir können uns gerne außerhalb der blauen Zone treffen, Stachy, gar kein Problem. Mittlerweile bin ich sehr froh, dass ich mit Frauen getötet werde. Na komm schon, Schloss, geh auf. Na bitte. Gerade hat den Reißverschluss geklemmt oder wo kam diese Stöhnen her? Nein, das war das Stöhnen, weil ich schon da gerade eine Block 21 gewonnen habe. Ich meine, klar, gut zum Verkaufen, aber trotzdem. Bisschen belastend. Belastung. Belastung Grando. Alter, Lordi ist eingereist. Hat's geknallt? Ja. Yeah. Vielen Dank für deine 150 Spitzen, Lordi. Jetzt fahr ich zum PD und mir fällt ein, ich hab nichts zu knacken bei. Bin ich ein Held?
Du bist dein Held. Warte, Leute, vor anderthalb Stunden nicht eigentlich aufstehen? Er meinte kurz vorm Stream, da war es 1948, da sagte er, ich könnte mir ja noch mal ein Auge zumachen. Ach nee, ist ja schon so spät. Und dann, keine Ahnung. Da sind wir runter zu dir gekommen und was er dann gemacht hat, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich, ja. Ich hab nichts gemacht. Halt eine schriftliche Abmahnung. Ach, Kacka. Yep. Gleiche. Wer so mit Knackzeug los, ey? Oh. Alter, wo kommt die jetzt plötzlich her? Weiß nicht. Plötzlich ploppen die hinter mir auf, die. Plopp, plopp. Frech. So, jetzt habe ich schon ein Magazin und zwei Klappvisiere für die M16 auf. Jetzt wird nur noch die Waffe dafür. Noch so ein Dicker. Haben wir es dann? Um. Keine Kuhhaut hier. Mu. Mu. Die Mu-Haut. Haumut. Hätte ich beinahe was gesagt, aber nicht, dass das wieder ausgelegt wird an Beleidigung oder sowas. Ach ja, genau, noch eine Spitzhacke. Ich hab Stachy gefunden. Oh, du schnell weg. Hat sie nicht gesagt. Hat sie nicht gesagt. Oha, voll gemein. Ach, ein Küchenmesser. Kann man werfen, pass auf. Ja, ich hab einen ganzen Schrank voll. Der war gut, oder? Ich bin aber weg. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich das gefunden habe. Ich habe gerade Bremsflüssigkeit gefunden. Können wir zum Wiederaufbau der Packe nehmen? Hab ich auch noch vorher nie gefunden. Nice. Was ist das denn hier? Ach, das Ding kommt mir noch von gestern bekannt vor. Der gute Grillrost. Nicht Obi. machst du die Garagentour auf und rennst erstmal über ein Garagendings. Ein kleiner Benzinkanister mit einer Aufladung. Nicht mit. Ein Ersatzrad. Das muss ich auch noch gleich mitnehmen.
Brauchen wir noch Feuerzeuge, nö, ne? Negativ. Irgendwie ist heute B3 Zombie leer, habe ich das Gefühl. Ich glaube, da war gerade vorher wer. Meinst du? Ja. Da hier noch eine Kiste. Kann ich mal den Kanister da reinschmeißen? Benny? Aua! Autobatterie kaum. Oh, nochmal Bremsflüssigkeit. Sehr cool. Noch Frank, Benny? Aber auch nur fast. Nur fast. Die leer. Haha, ich mach die Snow. Immer wieder auf 1 zu stellen muss, ne? Nach einem Einloggen, das ist echt anstrengend. Echt? Meine ist geblieben. Meine nicht. Schmutz. Der Kühlschrank, aua, den ich gestern hier rausgestellt habe aus der Garage, da steht ja halt die immer noch. Ja. Die das ist ja auch geil. Sind die Sachen despawnen irgendwann? Nee, Kühlschränke nicht. Dann nehme ich den halt noch schon mal mit. Kann ich den in meine Kiste packen? Nee, kann ich nicht. Scheiße. Kann ich den in die andere Kiste packen? Auch nicht. Ja, dann wird der wohl hier draußen versauern. Kannst du ihn annehmen? Oh, haben wir noch ein Motorrad, Vorderrad? Schon. Ich glaube, ich habe gerade eins gefunden. Wo? Geht sie denn heute nicht? Weiß nicht, Opi, was brauchst du für ein Rad? Steht das da? Ein Vorderrad, ich weiß nicht, was das für eins ist. Ich habe ein Wheel 54622 gefunden, also steht da zumindest drauf. Das weiß ich nicht. Weiß nicht, ob das. Weiß nicht, ob das ein Motorrad ist oder nicht. Keine Ahnung. Ein Down-Knopf. Ich nehme das Reifen. Ich nehme das Rad einfach mal. Der Reifen? Ich nehme das Reifen mit, ja. Der Reifen kann machen Roll, der Reifen kann machen Stehen. Schön. So. Schon nicht anders. Die Kämme habe ich noch vergessen. Noch ein Küchenmesser. Meine Sammlung wird immer größer. Aha. Kannst du endlich mal Scholle filetieren für uns? Schnauze. Das wird ja auch immer bleiben, befürchte ich, oder? Aha, wie mit dem Luftkissenboot bei mir. Sprengfass. Ha? Sprengfass. Ah, da kannst du mir reden, oder was? Schmutz, ey. Da war ewig dieses fucking Sprengfass, ey. Aha. Ich hab sie erst gefunden. War bloß 23 von 40, aber hey. Man hat man.
Chilischoten, Senf und dann das Anna. Darf man das überhaupt sagen oder ist das auch wieder diskriminierend? Aus. Ein langes. Oh. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Wie, du hast mich jetzt gehört, du Fuhr. Hast du denn hier gesprungen? Brauchst du ein Tuch zum Trocken machen? Ich weiß es nicht, Quenny. Also aber nicht trifft der erste Schlag. Schmutz. Kann ich hier nochmal kurz gucken wegen den. Ein Schuss. Sehr schön. Mikey, schönen guten Abend, schön, dass du da bist. Wie geht's dich, diese? Hello there. Hello there. Um the other side. Miguel, welche Waffe suchst du? Was? Was für eine Waffe suchst du? Ne, im 16 auf hier. Gerade erst was gelangweilt und du überleg rum, sonst geht's. Dann genau, warum bist du gelangweilt? Kann doch nicht sein. Das ist so ziemlich die einzige Waffe, die ich nicht gefunden habe. Ich habe dafür zwei Klappvisiere und ein Magazin schon gefunden, ne? Mir fehlt halt nur noch die Waffe dafür. Mach doch die Tür zu. Wo kommt der denn jetzt her? Auf seiner Mama. Lass Snow in Ruhe! Geht ja wohl nicht. Haut einfach nach Snow. Miguel, ich fahr jetzt dann eh zum Händler. Willst du mitfahren, dann hol ich dir die Waffe. Nein, du brauchst sie nicht extra kaufen. Alles gut. Wieso? Ich muss eh zum Händler, deswegen. Und das, was ich mit reinnehme, krieg ich mindestens wieder. Ging es mir die letzten zwei Tage auch. Aber warum habt ihr Langeweile? Ich will eben nur schnell was umlagern, dann können wir fahren. Ich wollte sowieso auch noch Sachen verkaufen. Ich muss hier gerade noch meine Rucksäcke so platzieren, dass die passen. Ich weiß nicht, was für Munition brauchst du bei der? Ja,
Das könnte ich dir sagen, wenn ich die Waffe dafür habe. Ich weiß nicht, ich glaube. Warte mal. Ich glaube, M16 auf hier müsste, glaube ich, 556er sein. Zieht euch doch das Scam Admin Tool rauf. Ihr könnt auch ohne Admin-Status die Waffe eingeben und dann seht ihr, was da für Zubehör ist, was für Magazine rinkommen, was für Munition rinkommt. Hör mal, ich zeig euch das mal. Welche Waffe war das, Miguel? M16 auf hier. Guck mal bei mir im Stream. Mann. 16. Hast du offen? Wo ist denn dein Stream? Ich hab doch deinen Stream offen gehabt. Was ist denn dazu? Ja. Warte mal, eine Langeweile, Opi. Na, ihr habt doch aber so viel Spiele. Ihr könnt auch jeden Tag immer in den Talk mit reinkommen. Jetzt hab ich offen. Guck mal. Weißt du, das Admin-Tool, das ist kostenlos. Kannst auch ohne Admin-Status nutzen. Dann tippst hier M16 ein. Nimmst hier einfach auf die Waffe auf. Dafür gibt's zwei Bajonett. Dafür gibt es ein M16 Magazin. Hier hast du die ganze Munition, die dafür gibt. Dann hast du die Schalldämpfer, die Aufsätze, die Lampen, den Bausatz und den ganzen Scopes. Das, was es noch dazu für gibt. Und schon schießt du beim Händler nicht mehr mit dem Fragezeichen da. Da kommt die 5x5, 6x45 rein. Ich glaube, die müsste Snow, glaube ich, auch herstellen können, oder Snow? Ich habe alles Mögliche rumliegen. Achso. Wie gesagt, ich hab auch so viel rumliegen, aber ob ich das rumliegen habe, weiß ich nicht. Wie gesagt, zieht euch das Tool runter, macht das auf, das ist kostenlos, funktioniert wie gesagt auch ohne Admin-Status und dann habt ihr nicht mehr so viel Fragezeichen bei den Waffen über dem Kopf. Hilft mir auch immer sehr viel weiter tatsächlich. Weil ich gerade mit mir einfach nichts anzufangen weiß, aber einiges an Spiele, aber dennoch keinen Plan. So wie mit dem Fernsehgucken manchmal, ne? Wenn man Netflix hat, Prime hat und Disney Plus und alles mögliche an Streaming-Dienst, dann wisst ihr ja nicht mehr, was du gucken sollst. Es wird Zeit, dass die Frau Gwenny ihren Laptop bekommt. Sie. Dann freuen sich die Frau Stachy und die Frau Snow. Sisi. Sisi. Kannst du mir Geld nicht mehr so weit? Ja, ich brauche noch ein paar Minuten. Aber ich brauche die Waffe jetzt nicht auf Krampf, ich sag ja bloß. Ich habe so viele Waffen im Schrank. Ah, das wird er schon, das wird er schon, Benny. Wir bleiben optimistisch. Ist Silent mit bei dem Shadow, genau. Ist Silent mit bei dem Leppy? Was war das, Miguel, für eine Waffe? M16. M16 A4. M16 A4. Einmal bitte, mein Twitch hat gerade gegangen. Ob bei dem Leppy alle bei ist und ob du zufällig weißt, wie alt der ungefähr ist, plus minus. Frag mal, was er für eine Ausstattung hat, was er für einen Prozessor drin hat und für einen Arbeitsspeicher. Bitte. Ich habe dahin nicht meine Frage gestellt. Wegen? Nee, ich hab's aufgegeben.
Ich hab perfekt eingeparkt. Na bitte. So richtig perfekt oder sonst nur perfekt? Perfekt, perfekt. Perfekt, perfekt. Alter. So, ich stehe jetzt hier in der Zufahrt zum Händler. Wenn ihr denn herkommt. Kommst du nicht raus. Ich hab was im, Auto, was da. Was ihr denn verkaufen könnt, wenn ihr wollt. Tüdelü! Erinnert mich jemand bei Snow, die Hupe auszubauen? Oder? Antrag abgelehnt. Oh, das ist so laut, laut. Oh. Muppi, kann man Hupen ausbauen aus dem Auto? Das wäre schön, oder? Mhm. Mhm. Alter, ist auch wieder gut. Irgendwie eine Alarmanlage. So lieb und gern, wie ihr die Kleine habt, ne? Aber manchmal kann es echt anstrengend sein mit dem Dauerhupen. Ich war, liebes Flöckchen! Du kommst hier nicht raus, Miguel. Huch. Doch. Willst du jetzt mitfahren oder nicht? Nee, alles gut, fahr alleine. Jetzt wartet man extra auf ihn, weil er S schreit ja. Ich hab dir gesagt, ich brauch die Waffe nicht aufbiegend und brechend. Ich hab gefragt, ob du mit zum Händler fahren willst. Oh, oh, beruhig dich. Und dann hast du gesagt, ja, warte kurz, ich brauch noch ein bisschen. Beruhig dich, Miguel, was ist los mit dir? Ist halt ein Tag oder was? Au. Oh. Ach, so ein Blitzer müsste man aufstellen können, ne? Das wäre auch geil. Wenn denn da einer mit 80 vorbeiballert, ne? So eine Stadt, Blitz, gibt's erstmal Kohle. Lächeln. In 300 Metern rechts winken. Was? Blitz. Wer kennt's nicht? Ich kenn zwar Blitzer, aber ich hab's immer so ein Glück gehabt, dass ich nicht ausgewertet wurde. Ist auch ein Talent. Ja. War immer irgendwo in Bayern oder NRW auf der Autobahn. War Freifahrt. Dann kam so ein Hügel nach unten, ne? So ein Berg nach unten. Und ohne dass du es von oben gesehen hast, war dahinter eine Baustelle. Mhm. Und dem Moment, wo du nach unten gucken konntest, war schon das erste 120er-Schild. Und 10 Meter hinter dem Schild stand der Blitzer. Okay. Oh, was für das ist auch gemein. Ja. Entschuldigung. Altut. Da hat eine Dreispurige war und drei Autos nebeneinander waren. Und die nicht ausgewertet werden wert war. Alle drei waren der Gewinner. Ja. Da ich da gerade im Tiefflug war auf der Überholspur, auf der ganz linken Außenspur, habe ich echt Glück gehabt, ne? Das hätte mich meinen Führerschein gekostet. Hm. Aber wenn du von einer Freifahrt mit 250 angebügelt kommst, weil du ein Auto überführst, und dann ist da innerhalb von 10 Meter 120, ich hätte Ballett getanzt. Nein, nein! Alter, bin ich gerade zusammengezuckt. Snow, was machst du? Mein Auto ist den Berg runtergekullert. Es ist genau über die Leitplanke geflogen. Uiuiui. Aber kein Wasser hoffentlich in der Nähe. Naja, 100 Meter weiter. No, mach nicht diesen. Ich geh mal Kühlschrank finden. Ich muss jetzt erst beim Weg für mich gehen. Ey, klar, Gwenny, finde den Kühlschrank, bring mal mit.
Boah, ich freue mich heute aber schon aufs Bett, ne? Oh. Und nicht, dass ich zu wenig geschlafen hätte, ne? Aber. Du, wenn du müde bist, bist du müde, ne? Wenn dich da deine Plätzchen müde machen. Ja, die holen mich voll ab. Really? Bleib sie stehen. In meinem Auto. In meinem Auto liegen Sachen, die kannst du einladen und verkaufen, wenn du willst. Wie sieht sie drüber fährt, dass ich dir keiner mehr klauen kann. Großartig. Ein After-Aid-Moves anbieten. Ja, so Löffelchen würde ich das mal probieren. Von diesen geminzten Sachen gar nicht so viel essen, nicht wahnsinnig so. Aha. Hast du das, Gwenny, mit dem Safe-Knacken gestern mitbekommen? Warst du da schon da oder noch da oder warst du wieder weg oder nicht? Oder ja oder wie? Oder was? Thema. Oh, Verzeihung. Gesundheit. Ah, aber Verzeihung. Danke. Gesundheit. Dankeschön. Nee, erstmal hatte ich erwähnt, dass es nächsten Monat ein Safe-Knacker-Spiel bei uns im Stream geben wird. Da hast du inzwischen 4, 6 und 8 Zahlen, je nachdem, was ich einstelle. Dann kannst du über Chat-Commands dein Unschönheit. Danke, Gwenny. Tito. Und da kannst du dann versuchen, mit Commands, kannst du versuchen, den Safe zu knacken. Wenn ihr knackt das, dann ist ein Amazon-Gutschein drin oder ein Spiele-Key, je nachdem, was ich dran packe. Wird dann ab nächsten Monat mit eingefügt. Komm, Kiste, wir gehen. Ist wieder Gassi? Ja. Haben will. Ja, musst du dich denn anstrengen, ne? Ich hab zu viel Zeug, das ich verkaufen will. Meine Nase kribbelt, ich bin ja wieder da. Mhm. So, jetzt habe ich aber dann, glaube ich, genug Gasflaschen nach Hause gebracht. Ich lasse sie mittlerweile einfach stehen. Ja, wäre besser, glaube ich. Wie viele Waffen habe ich denn gefunden? Warst du vorher in dem PD auf C3? Eventuell. Dachte ich's mir doch. Ja, ich bin da vorbeigefahren und dann bin ich in die Tankstelle gefahren. Was Schlumpi dann auch festgestellt hat, ach, die ist ja online. Hey, na? Wo bist du vorbeigefahren? Ich war im PD, da bin ich weiter zur Tankstelle gefahren und da hast du dann endlich festgestellt, dass ich online bin. Das Ding ist, ich bin an AFK-Stachy vorbeigefahren und an Nimkrit bin ich auch vorbeigefahren im Prinzip. An AFK-Stachy? Ja, ich sehe das halt nicht, weil ich den Stream anhabe, sehe ich das nicht. Wenn in Discord kommt, weil ich ja dann die Töne auch nicht habe durch den Stream. Ich sehe halt bloß diese kleine Vorschaubild, was du halt so im Endeffekt als Stream hast, weißt du? Und da ich denn hier. Oh, da ist ein Snow. Juhu! So, wenn du was schön zu trinken holt, jetzt kann losgehen. Ui. Das ist bloß aufpassen, dass ich mein Auto nicht verkaufe. Das wäre fatal. Weil du ja aus dem Auto lebst, das wäre echt fatal bei dir. Also ich verkaufe gerade bloß die Waffen, die ich gerade gelootet habe. Los.
Weil ihr so Multimillionäre nicht den noch versucht. Ich habe schon 9731, was ich alleine an Waffen verdiene. Uff. Mein Auto habe ich nicht mehr dabei. Okay. Mein Auto wäre auch nochmal 9000 wert. Puppi, in 2 Minuten müsst ihr Mimi über die Mauer schmeißen. Hey, du bist heute aber auch wieder charmant, Quenny. Verzeihung, ich habe ein paar Waffen vergessen. Ne? Wir sind insgesamt bei ca. 12.000. Uff. Respekt, Snow, Respekt. Du glaubst aber nicht, Miguel, dass wenn Gwenny hier denn wirklich Scum mitmacht, ne? Du glaubst aber nicht, dass Stachy und Snow dazulassen, dass du der kleinen Maus was tust. Dann haben wir hier 3 Leichen zu liegen, ist auch nicht so schlimm. Ich glaube, bevor sie stirbt, stirbst du. Willst du wirklich durch diese Tür gehen, Miguel? Willst du wirklich durch diese Tür gehen, dich mit Snow und Stachy anlegen? Nur sicher. Hab heute wieder so einer dieser Tage. Tob dich aus, Quenny, tob dich aus. Ich habe sogar noch eine Sache vergessen zu verkaufen. Ich habe noch eine Gasmaske. Ging mir gestern auch so. Ich wollte doch nur 2 UMP verkaufen und eine AK-74 SU. Rate mal, was ich nicht verkauft habe. Also ich muss ja mal sagen, ohne dir das böse zu meinen, ne? Mit Stachy würde ich mich so ja vielleicht noch betteln, ne? In Scum, weil sie da noch nicht so versiert und so schnell ist wie in COD, ne? Mit den Waffen. Aber bei Snow, die ist mir zu schnell mit den Sachen, ne? Die ist mir einfach zu schnell mit den. Mit den Schießsachen, ne? Da. Nee. Vor Snow habe ich berechtigte Angst. Angst nicht, aber ich habe Respekt vor, ne? Weil sie halt wirklich sehr schnell ist. Ich habe Angst. Haben wir ein paar Zombies draußen rumlaufen? Okay. Mal so eine Frage, unter was finde ich eine M16? Keine Ahnung. Langwaffen. Haha, ich hab nicht so viel Auswahl, wie du denkst. Was hast du denn für Auswahl, Snow? Ich habe Auswahl Gewehre, Angriff, Maschinenpistolen, leichte Maschinenpistolen, Handfeuerwaffen und Schrotflinten. Guck mal bei Angriff. Da könnte ich mir vorstellen. Ah, hier. Ist er da, ja? 16.800. Die ist ja noch günstiger wie meine Waffe. Oh, habe ich meine Karte jetzt schon wieder hingepackt? In irgendeinem Rucksack, in irgendeiner Kiste, wo 300 Rucksäcke drin sind. Ich würde wegbrechen vor Lachen. Hier, Zombie, wo seid ihr? Für eine Waffe ausprobieren. Dann Rucksack. Hier, put. Keine hier. Okay. Warum liegt auf meinem Parkplatz ein toter Zombie? Das ist ein Zombie. Ach, da ist meine Karte. Jo, okay. Natürlich gut, dass ich die Waffe behalten habe, Alter. Krass. Ist ja mal anders wild, die Waffe. Ja, Opi. Kommst du zu mir? Yep. Komm, ein paar Zombies sind ja gestreckt. Bitte schön, Umgebung. Also wir können festhalten, die SDA-SS-12M Schrotflinte, Zombies One-Shot, ne? Mhm. Wenn ihr denn triffst, ja. Egal aus welcher Distanz. Und wenn die Hitbox mitmacht. Also ich hab jetzt, glaube ich, 5 Zombies erschossen, die waren alle One-Shot. Miguel, was hast du jetzt eigentlich alles für die Waffe? Für was? Für deine Waffe, wo du haben möchtest. Ein Magazin und 2 Klappvisiere. Benny, mein Sohn, endlich!
Nicht schlecht, die Waffe habe ich auf jeden Fall auf. Ich bin jetzt gefühlt. Du bist du mein Sonnenlicht. Ich suche dich und vermisse dich. Ich habe jetzt schon Angst, wenn Gwenny auf dem Computer dasselbe Aim entwickelt, wie sie auf der Konsole hat, dann kann ich zu Snow nicht mehr frech sein und dann kann ich auch zu Gwenny nicht mehr frech sein. Das ist scheiße. Hier klingelt doch schon in der Drohne. Ein Arsch klingt gleich. Ey, du. Miguel, wo bist du gerade? Bei mir zu Hause. Also von meinen 32.000 habe ich jetzt noch ca. 8.000. Nee. Ich hab dir gesagt, du hättest sie nicht kaufen brauchen. Ach Opi, ich bin lieb. Ich würde doch nie frech sein. Ja, Gwenny. Ja, das war jetzt ultra überzeugend. Ja, doch. Genauso wenig, wie du mich gerade anflunkern würdest, ne? Lüge! Gleich krieg, wenn ihr überredet Lüge. Zu Satisfactory. Jede Frau will mit mir Satisfactory. Was war? Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich es noch installiert habe, weil ich letztens irgendwann mal Spiele runtergehauen habe. Ich wollte gerade sagen, du hast mich letztens gesagt, dass du deinstalliert hattest. Kannst du erinnern? Ich bin mir nicht ganz sicher, ich muss nachschauen. Ich müsste eigentlich bloß mal kurz Google Chrome mal minimieren. Ich hab's noch installiert. Hast du noch? Nice. Ich hab's noch installiert. Nice. Das ist praktisch an zwei Bildschirmen, wenn du auf einem Bildschirm nur deine Spiele hinpackst. Ja. Siehst du wenigstens, was du hast. Das stimmt. Na, ich hab die alle bei mir im Ordner tatsächlich. Nein, Ordner bin ich zu faul für, weil dann hätte ich wieder den Ordner Ewigkeiten offen. Die muss schon wieder pinkeln. Das muss gerade überlegen, welches Game das nochmal ist. Das, wo man mieten so Fließbänder arbeitet. Wo man mit Fließbändern arbeitet. Na, das wird ja das Factory sein, Mäuschen. Wo du verschiedene Erze mit so einem komischen Sensor finden kannst. Genau. Alles Mögliche bauen kannst, wie du es willst. Ein absolutes Suchtspiel. Wenn ich schon diese hässliche Drohnenansicht wieder sehe, wenn ich so rüberschaue in den Stream. Aber warum ist denn jetzt so? Das kennst du? Ja, das ist mein absolutes Zuchtspiel, ne, Gwenny? Absolutes Zuchtspiel. Au. Aber puh, keine Ahnung, ob das was für mich wäre. Das müsste ich austesten. Obi lässt sich in dem Spiel auch nicht mehr sehen, der Arsch. Lumpy, wenn du ganz lieb bist, spielen wir vielleicht Samstag mal Satisfactory. Cool. Ich bin doch immer lieb. Stille von ihr gerade, ne? Aber natürlich nur denn, wenn du auch Lust zu hast. Wenn dazu keinen Bock hast, dann musst du dich dann natürlich nicht wegen ihr durchqueren, um Gottes Willen. Ich war gestern auch bloß in Scum, weil ich hatte keinen Bock auf Scum, aber ich habe trotzdem mitgespielt. Ja, na, wenn du warst, dann das Witzigste, was war. Also, was das angeht, darfst du nach mir nicht gehen, weil ich habe nie Bock auf irgendwas. Ey, okay, ist notiert, aber du weißt, was ich meine, ne? Nur wegen Stream oder so oder sonst irgendwie, du musst dich nicht wegen mir oder wegen uns irgendwo durchquälen, wenn du da drauf partout halt keinen Bock oder sowas. Um Gottes Willen, mach das bitte nicht. Würde ich eh nicht, weil dann würde ich auch sagen, dass ich keinen Bock drauf habe. Okay. Bei dem Fall bin ich erschreckend ehrlich. Sehr schön. Nee, das soll es ja auch sein. Das soll es auch sein. Gottes Willen. Weil nichts ist schlimmer, als wenn du so eine Handvoll Spieler bei dir hast, die halt so, ach ja, gehen wir mal dahin, dann machen wir das. So.
Das muss ja nicht sein. Wenn du keinen Bock hast, dann lässt die Kiste aus oder spielst was anderes. Das ist vollkommen okay. Ist noch. Vollkommen okay. Hier wird nicht rumgeheult wie bei anderen. Du weißt, wen ich meine. Ja. Komm doch jetzt mal online, so. Komm online. Der halbe Stream besteht nur daraus aus Betteln. Ne? Probieren geht über Studieren. Genau. Wo er recht hat? Hier. Klar, ist jetzt schön, wenn du im Stream deine Leute bei dir hast, ne? Dass du halt auch was rocken kannst, klar. Aber mein Gott, wenn halt mal gar keiner auf irgendwas Bock hat, ne, dann ist halt mein Stream, ne? Ich muss ihn halt auch ohne euch fahren können. Das ist wie mit den Fußballspielern zur Pandemie. Die haben auch in einem leeren Stadion gespielt. Naja, ist halt die ihr Job, ne? Ja. Tatsächlich. Kann ich irgendwie die Hupe über das Admin-Menü ausschalten? Nö. Beim Aussteigen. Snow! Jetzt ist so ein Bug und das Ding guckt weiter, weil es ausgestiegen ist, ne? Ich würde ja schreien, ey. Ich würde nicht mal einsteigen, um das zu reparieren. Ich würde es einfach rufen lassen. Bis die Batterie alle ist. Wie kühl! Darf ich reinkommen? Ja. Wie höflich sie fragen kann, Mischstück. Guck mal. Oha, danke. Wie viel Geld würdest du dafür haben? Gar nicht. Ich habe eh genügend Geld. Ich sammle doch sämtliche Waffen, wo ich finde, und verkaufe die. Okay. Meine Ehren. Für mehr Munition hat es leider nicht mehr gereicht, weil da hatte ich das Geld aus Versehen in mein Inventar eingezahlt und nicht. Guck mal, der tote Zombie auf meinem Parkplatz, der liegt, der sieht aus, als ob er gerade irgendeine Wartung an meinem Auto macht. Guck mal. Oh, warte mal, ich gehe mal aus Scam raus. Ich will euch nämlich noch was zeigen. Da ausschalten. Hä? Ich kam gerade so. Nee. Nee, dein Ping ist zu hoch. Du kannst nicht mehr mitspielen. Ja, hört man gerade bei dir, weil du gerade ein bisschen Wally bist. Shadow ist gleich wieder an, Kinder. Jetzt müsst wieder besser sein, oder? Ja. Hört man mich wieder? Ja, ja, ein bisschen Wally immer noch. Nee, bist immer noch ein bisschen Wally. Wo haben wir das denn jetzt? Jetzt muss es wieder gehen. Yep. Ich schließe den Stream und sofort geht mein WLAN wieder richtig. Wir haben gerade die Werbung. Ach, Schmutz, ey. So, guck mal, ich zeige euch mal den Safe-Knacker, den ich denn kaufen werde. Könnt ihr euch mal ein Bild von machen? Mein Kanal. Uno momento, Senor. Cracker. Ja. Singst du mir ein Schlaflied? Ich kann nicht singen. Okay. Du würdest nur senkrecht im Bett stehen, das willst du nicht. Okay. Warum ist mein Stream so unscharf? Weil das Vollbild gerade unscharf ist von YouTube, der muss erst rendern. Also wer den Tape-Knacker sehen will, den wir nächsten Monat einfügen, der sollte jetzt in den... Ich kurz vorher führt, dass es ungefähr wissen, was passiert. Hier geht es darum, einen Safe zu knacken und dadurch dann eben Currency für euren Kanal oder eben halt einen Sachpreis zu gewinnen. Ich habe einen Frosch im Hals, zeig euch mal kurz, wie das aussieht. Ich gebe hier einmal ein Ausrufezeichen Code und hier sieht man schon, dass es vier Ziffern sind, so viel. Also müssen wir vier Ziffern eingeben. Ich habe jetzt hier mal einen Random Code erstellt. Also jetzt einfach mal auf was. Zack. War sehr schön, dich gekannt. Du bist frech zu mir, also bin ich frech zu ihr. 4, 6, ja, guck mal, seht ihr, gebt da den Code ein. Jetzt haben wir. Dann fängt er da an zu knacken. Hier eine grüne Lampe, das bedeutet, dass eine der vier Zahlen an der richtigen Stelle ist. Aber es ist nicht die erste Zahl. Also
die Lampen unten zeigen in diesem Modus einfach nur an. Okay, hier also ist eine von, Zahl vom Code. Also die Maximalzahl ist wahrscheinlich 9999, war. Gib mal nochmal einen anderen Code ein. Ja, und du musst halt einen vierstelligen PIN. Versuchen wir mal. Grün Licht sagt jetzt 3, halt, du 1, hast eine 1, Zahl 1, richtig. So. Und jetzt haben wir zwei Zahlen richtig, aber an der falschen Stelle. Der gelbe Code, so zwei Zahlen sind richtig, aber an der falschen von Stelle. Von der leichten Version. Also, das ist auch sehr schnell gelöst. Bei vier Zahlen, wenn ihr wirklich schlaue Köpfe dabei habt, ist das Ding, je nachdem, bei wie vielen Zuschauern ihr seid, innerhalb von einer halben Stunde, Stunde gelöst. Also, das ist nicht so leicht, nicht so schwer, wie es aussieht. Da solltet ihr definitiv aufpassen, wenn ihr holen? Da Sachpreise reintut, hole. Und dann macht könnt ihr euch damit so austoben. Wenn alle vier Zahlen richtig sind, springt ihr auf Grün um. Und dann kommt im Chat halt der Text, du hast also muss man schon einen Lucky Shot haben, um das zu gewinnen. Also wenn ihr also mal 20 Euro oder so reinmacht, versucht es mit drei Zahlen ohne Hit. Das ist so die Idee, die ich habe, ne? Das Ding ist ja halt beim Safe-Knacken, ne? Gibt es so viele Zahlmöglichkeiten, ne? Ja. Ich hab grad, warte mal, ich muss nochmal umstellen. Ich hab grad ein Shirt für Stachy gefunden. Oh oh. Guck mal, Stachy. Ja. Ja. Also den Spruch fühle ich. Ja. So viele Idioten und nur eine Sense. Ach, zu schön, ey. Aber. Ich war also halt hey, der ist sogar im Angebot gewesen. Ja. Da gab's Prozente drauf. 39. Die Leute gucken mich so schon so komisch an. Stell dir vor, ich hab noch so einen Pulli an. 39,95 statt 69. Wow. Stelle eine Internetverbindung her. Ja, wenn ich über den Shadow bin, habe ich die Konsole aus. Wegen der Internetauslastung. Ich finde hier nur so eine Dinger für Stachy. Guck mal. Also. Ich glaube, das spricht uns beide an, Snow, ne? Die Sprüche erinnern mich gerade irgendwie an eine Tasse, die wir zu Hause haben. Stachy, du trinkst doch gar keinen Kaffee, ne? Ich trinke Kaffee, ja, wieso? Hallo? Ja? Hallo? Hallo? Ich poste euch mal den Link hier drin. Das erinnert mich an, an den Sprüchen. Bist du Wally gerade? Bro. Du bist gerade ultra Wally, Snow. Dich hört man gerade gar nicht. Mach den Stream aus, falls du uns hörst. Gehen wieder? Ja, jetzt gerade. Ich habe gesagt, mit Kaffee, das erinnert mich an den Spruch von einer Kaffeetasse. Kaffee okay. Hilft gegen alles. Du musst die Tasse nur fest genug Molly. Werfen. Ja, genau. Oh Mann. Tüdelü. Ich verabschiede mich aber jetzt fürs Erste. Jo, schlaf wieder, hol dich gut. Schlaf wieder, hol dich gut. Gute Nacht, Snow. Schlaf gut. So, wo haben wir denn jetzt hier? Wo haben wir denn? Wo haben wir? Was ist jetzt hier nicht gleich los? Wird wie gefeiert? Töre! Töre? Lusttrötet. So, Kinders, machen wir für heute Feierabend hier im Stream. Mal Musik aus, weil wir gleich andere machen. So. Denkt dran, Kinders, morgen ist Stream frei. Freitag sehen wir uns dann mit Phasmo wieder, mit der lieben Snow. Ja, wissen jetzt nicht, ob wir jetzt noch irgendwas daddeln zusammen auf Stream. Oder ob denn alle langsam die Meise machen und abfliegen.
Jo, wissen wir noch nicht. Benni, wenn du Langeweile hast, komm in den Talk noch mit drin. Dann wünsche ich euch jetzt schon mal einen angenehmen Abend. Macht euch einen schönen Abend. Wir hören und stören uns Freitag 20 Uhr wieder mit Phasmophobia und der lieben Snow. Bis dahin, macht euch einen schönen freien Tag. Tschüss! Tschüss! Tschüss, Chat! We are the lonely people wearing a ring of light.